Willkommen beim RC-Team Burbach. Wir wollen mal weitermachen mit den Upgrades für unseren Felony. Und zwar ist der Felony, zumindest in meinem Fall, ja eher der Drifter und nicht der Speeder. Der Drifter natürlich auch ganz schön, aber wenn man sich so ein bisschen informiert oder weiß oder wie auch immer, ja, um ein Auto in den Drift zu kriegen, also auch beim echten Vorbild, dann machen die das oftmals mit der Handbremse, ja, damit die Hinterräder blockieren und somit der Drift eingeleitet wird. Ja, der Bruder von Felony, der Infraction, in der letzten Version hat dafür extra ein Handbremsenmodul. Das gibt es für den Felony in Klammern noch nicht. Aber da der Felony und der Infraction auf derselben Bodenplatte laufen, sage ich mal, kann man das wunderbar nachrüsten. Und zwar mit diesem Modul, weil das ist das Handbremsmodul. Ich habe mir das jetzt bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Das war ein RC-Kollege, dem die Handbremsfunktion nicht so gut gefallen hat. Also hat er das ausgebaut. Ich habe es gekauft, wunderbar. Vorteil da bei der Variante ist, erstens ist es günstiger und zweitens habe ich die komplette Einheit inklusive Servo. Hier ist auch noch die Bremsscheibe. Ihr könnt das auch einzeln nachkaufen, aber dann halt nur das Gehäuse und dann müsst ihr euch den Servo auch noch kaufen. Also dann seid ihr irgendwie so roundabout bei gut 50 Euro, würde ich mal schätzen. Wenn ihr das so gebraucht kauft, natürlich billiger. Und ich will euch jetzt mal mitnehmen und zusammen das Handbremsenmodul mal einbauen und euch zeigen, wie leicht das geht. Ich hoffe, das geht auch so leicht. Wir können uns ein bisschen an der Bedienungsanleitung entlanghangeln, weil da steht auch beim Felony drin, wie man das Modul aufbaut, weil das ist halt dieselbe wie auch vom Infraction. Ja, ausbauen, einbauen ist ja gehüpft wie gesprungen. So, als erstes lösen wir da die Schraube, das habe ich schon gemacht, damit man hier diese Middle Brace wegklappen kann, damit man hier wunderbar an unser Modell kommt. So, jetzt wollen wir das mal hier so ein bisschen vorbereiten. Das mal hier vernünftig was sehen. So, sind wir mittig. Passt. So solltet ihr auch was sehen. Oh. Ich gehe mal noch einen Ticken näher ran. So. Ich habe schon ein paar Schrauben vorhin dann gelöst, damit wir da nicht zu viel zu tun haben. So müsst ihr eigentlich gut sehen. So, jetzt müssen wir sehen, damit wir den Kabelbaum ein bisschen wegdrücken, damit wir hier an den Mitteldiff kommen. Da sind vier Schrauben, die habe ich schon gelöst. Dann können wir hier dieses Case weglegen. Ich wollte mal gedacht, ich mache mal so ein bisschen zusätzliche Infos. Was immer ganz gut ist zum Schrauben, ist hier so eine kleine Schale mit so einem magnetischen Boden. Dann kann man seine Schrauben gut bei so einer Aktion ablegen und findet die vor allem hinterher auch wieder. Ja? So, was machen wir als nächstes? Wir müssen die Bremsscheibe hier quasi in dem Diff-Out festmachen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal den Antriebsstrang rausnehmen. Das geht jetzt natürlich ganz gut, ja, weil wir den einfach nur hier so hochhebeln und dann im Stück rausnehmen. Wir nehmen hier mal den Knochen raus. Dann kann man immer mal, gerade wenn man eh dran ist, so ein bisschen kontrollieren. Hier zum Beispiel sieht man, da seht ihr, da ist so ein bisschen Abrieb dran. Das liegt einfach da dran, weil an der Stelle diese Kugellager hier sind. Deshalb ist ja auch bei den letzten Modellen neu gemacht worden, damit die Stangen da ein bisschen besser laufen. Dann machen wir das gerade mal weg. Dann sieht man, hier ist auch so ein bisschen Abrieb. Ist aber nichts Schlimmes, ist völlig in Ordnung. Kann man gerade die Knochen mal kontrollieren. Gut, ich bin ja erst zwei, dreimal gefahren. Ja, das sieht alles noch ganz schick aus. So. Ich muss euch noch mal ein bisschen näher holen. Das bringt sonst einfach nichts, weil ihr sonst zu wenig seht. So. Und jetzt nehmen wir hier diese Bremsscheibe. Die sollte jetzt genau da reinpassen. Tut sie auch. So machen wir die rein. Wie das jetzt gleich genau geht, das müssen wir einfach mal gucken. So, dann hier hinten wieder einfädeln. Was irgendwie gerade gar nicht so einfach ist, weil da noch so ein Cup drüber ist. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Das heißt nämlich, ich sehe hier gerade mal gar nichts. So, hier oben einfädeln. Gucken, ob wir auf der anderen Seite auch noch vernünftig drin sind.
Das scheint hier gerade irgendwie nicht so richtig der Fall zu sein. Alles ein bisschen verzogen. Irgendwo hat sich was gelöst. So, jetzt ist er drin. Ja, ein bisschen fummelig die ganze Angelegenheit. Aber da muss man halt ein bisschen Gefühl aufwenden. Jetzt müssen wir nur sehen, ob wir das Bremsding mal wieder hier über das Diff-Out kriegen. So. Das sieht doch sehr schön aus. So. Jetzt nehmen wir uns dieses komplette Modul. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Stromverlegung machen. Da machen wir uns aber erst nachher Gedanken drum. So, und jetzt müssen wir das Ding irgendwie hier reinkriegen. Also müssen erstmal hier die waren vorbereitet da drin, die müssen wir mal rausnehmen und zurückschieben, so, damit das nachher da reingeht. Und wie kommen wir jetzt da drunter? Also hier müssen wir ja unter die Platte. Leute, doch ein bisschen fummeliger, wie ich so gedacht hatte. Müssen wir doch die Platte wieder rausnehmen. Ich gucke mal. So, also ich glaube, ihr müsst hier so irgendwie alles gleichzeitig rausholen. Dann das Modul so da drunter schieben, damit das alles so in einem schönen Package ist. Und jetzt müssen wir das irgendwie wieder hier reindrücken, aber reindrücken nur vorsichtig. Also, weil wenn ihr irgendwie großartig Kraft aufwenden müsst, dann ist irgendwas verkehrt. So, das hat aber jetzt ganz gut geklackt. Da würde ich sagen, das hat gepasst. So, jetzt können wir uns mal noch überlegen, bevor wir hier festschrauben, wo wir den Strom herziehen. Ja, also entweder gehen wir hier oberirdisch her, aber wir müssen hier vorne noch zum Empfänger. Oder da an der Seite. Ich glaube, das ist relativ Pommes. So, auf alle Fälle sitzen wir jetzt drin, müssen gucken, da die Bremsbacke auch da drin ist. Das ist alles der Fall, alles wunderschön. Also machen wir hier die Abdeckung erstmal wieder drauf. So. Und dann können wir hier die Stifte hiermit verbinden. Das ist mir extra dafür vorgesehen, den anderen auch. Und dann müssen wir gucken, dass die Löcher nach oben gucken. Das ist wohl so der Fall. Damit wir das jetzt hier mit diesen Karosplinten sichern, und die nicht mehr da wegfliegen. Und die sollten wir auch vielleicht komplett da reindrücken, wie auf der anderen Seite auch. Muss so ein bisschen fummeln. So, jetzt schrauben wir erstmal die Schrauben wieder drauf und von unten die drei, damit das auch fest ist. Und dann gucken wir mal. So, jetzt haben wir wieder alles fest. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge. Ich habe ja unten diese Protection Skin drunter. Jetzt hatte ich schon mal gedacht, hoffentlich sind da überhaupt die Löcher, weil der normalerweise gar keine Befestigung dafür braucht. Aber die Löcher sind schon freigelassen. Das heißt, ihr könnt von unten wunderbar verschrauben. Ja, so, jetzt müssen wir noch den Empfänger aufschrauben. Das habe ich auch schon gemacht. Und jetzt müssen wir da noch das Kabel beifunzen. Und zum Glück steht in der Anleitung auch, in welchen das muss. Und zwar in den zweiten. Die Frage ist nur, woher wir das jetzt hier legen und wie wir das einsteckern. Also ich würde mal tendenziell sagen, wir gehen hier unten durch und gehen hier mit, obwohl das dann doof ist. Dann kommen wir da dran. Dürfen dann keine beweglichen Teile kommen und gehen dann so da rein. Also das könnte funktionieren.
Müssten wir aber hier eigentlich irgendwie ein Kabelbinder oder so dran machen. Und die Frage ist, ob ich so einen schmalen Kabelbinder habe. Da gucken wir gerade mal zusammen. Sonst wäre ja auch immer gut, oder was heißt gut, was ich häufiger mal mache, ich gucke sonst mal im Internet nach Originalbildern oder sonst irgendwas. Dann sieht man auch, wo das Original verkabelt ist. Aber ich guck mal, normalerweise müsste dieser schmale Kabelbinder doch hier durchpassen. Die Frage ist nur, wo der wieder rauskommt. Da, wo er soll, wa? So, das würde ich sagen, machen wir einfach hier mit dem Kabelbinder. Also, wir machen den jetzt hier fest, ja, damit er nicht hier an dieses bewegliche Teil kommt. Also, so würde ich sagen, sollte es eigentlich funktionieren. So, und dann gehen wir mit den anderen Kabeln mit. Die werden ja eh runtergedrückt oben von der Brücke. Wir legen uns einfach mit da drunter. Und dann gehen wir hier durch und dann seht ihr überhaupt was? Dann gehen wir hier an den zweiten. So. Da an den zweiten. Und dann legen wir das Kabel natürlich auch wie alle anderen wasserdicht hier so dran. Und dann sollte eigentlich nichts schlickern. Also Variante 2 wäre natürlich die schönere. Unter diesem ganzen Kunststoffcase da. Da habe ich aber jetzt keinen Bock zu. So, und dann machen wir natürlich wieder das hier schön zu. Also, was wirklich eine feine Sache ist, das ist schön groß, das Akkufach. Also, da gibt es nichts. Da kann man wunderbar dran arbeiten. Da ist genug Platz. Also, da gibt es durchaus bescheuere Konstruktionen, ja, wo vorne und hinten nicht passt. Aber hier, das Akkufach ist mir wirklich groß. Aber der Spektrumempfänger ist auch an sich relativ groß. Von daher ist es, glaube ich, logisch, dass die das so groß gewählt haben. Ne? So, bevor wir jetzt alles hundertfach verschrauben und dann nicht funktioniert, machen wir das. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich euch das so zeigen kann. Also wir haben an der Funke hier diesen A- und B-Knopf. Den könnt ihr übrigens in zwei unterschiedlichen Sachen programmieren. Einmal, dass ihr drückt und es bleibt dann an dem Endpunkt oder es geht wieder zurück. Jetzt für die Handbremse ansetzen ist natürlich so, dass wir die natürlich wieder, also nur wenn wir drücken, soll es sich bewegen. So, also ich drücke jetzt mal und dann seht ihr, der geht dahin. Ich habe das jetzt so eingestellt, A und B ist jetzt egal, wo ich drücke. Und dann seht ihr da, wie die Backe da zusammengeht. Dann wird unten der festgehalten und dann blockieren die Räder. Ja. Ihr müsst mal gucken, ob das bei euch auch beim ersten Mal funktioniert. Bei mir hat er nämlich am Anfang in die falsche Richtung gedreht. Das ist ein bisschen blöd. So, ich stelle das gerade mal anders für den Testlauf. So, und dann habe ich mir die Anleitung von der Spektrum DX3 runtergeladen und da ist beschrieben, wie ihr den AUX-Eingang programmiert. Das ist ein bisschen tricky, weil ihr da total bescheuert machen müsst. Also ihr müsst quasi die Funke, ihr müsst den Beinknopf drücken, ihr müsst bremsen und den Lenker nach rechts drehen und dann macht er die an. Dann wird der Punkt hier lila und dann könnt ihr einstellen, aber das kriegt ihr irgendwie hin. Jetzt wollen wir erstmal im Trockenlauf ausprobieren, wie es funktioniert. Also wir fahren und ich lasse dann das Gas kurz los und bremse dann, weil gleichzeitig Gas geben und dann auf die Bremse, das ist nicht so gut für den Diff. So, und ich habe jetzt nicht, also seht ihr, wie sich das Ding da bewegt. Achtet einfach oben da hier auf das Teil. So, und der bremst dann sofort. Also wir haben eine komplette Bremse. Aber was auffällt, ist, dass alle Reifen blockieren. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, wir würden einfach nur die Hinterräder blockieren. Ja, aber ist ja klar, wir haben einen Antriebsstrang, wir haben einen Mitteldiff und das ist ja auch ein bisschen gesperrt. Also von da ist der gewiss normal.
Die Frage ist jetzt, wie in der Praxis ist, ob der dann wirklich hinten runter geht, weil er von der Kraftverteilung und so weiter sich verändert. Das mache ich aber in einem anderen Video. Ich hoffe, dieses Jahr noch. Aber das Wetter, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist beschissen. Also nass wäre ja nicht so schlimm, dann driftet er vielleicht sogar ein bisschen besser. Und die Reifen wären ein bisschen geschont, aber das ist halt nur im Regen. Dann habe ich jetzt, im Regen bin ich nicht raus. Whatever. Also, so einfach könnt ihr die Handbremse nachrüsten. Also technisch überhaupt kein Problem. Und weitere Videos mit der Handbremse folgen. Bis dahin, euer CT-Burbach. Ciao, tschüss.